Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo und willkommen. Und heute haben wir einen Beitrag von Mike. Mike ist zusammen mit seiner Frau, sind begeisterte Koi-Liebhaber, Freunde von Konishi Koi, Fans vom Konishi Futter, betreut von Sandra, wo sie gerade gehört hat. Oh, Mike! Nee, ganz arg liebe Leute und wirklich ganz viele tolle Konishi Koi. Werden wir dieses Jahr zum Bloggen mal hingehen, dann lernen sie die beiden kennen. Und Mike hat eine Frage zu seiner Inhalterung. Ich glaube, es sind alles Jumbo-Tosai von letztem Jahr. Mike, du hast wieder alles richtig gemacht. Nur das nächste Mal das Video in größerer Form. Das ist sogar auf dem Handy unscharf. Also, trotzdem ist die Innenhälterung von den beiden. Haben wir noch einen Außenteich? Sandra liest die Frage vor von Mike. Haben auch noch einen Außenteich, ja. Hallo Martin, zuerst mal vielen Dank für die tollen und informativen Blogs, die uns in diesem tollen Hobby weiterbringen. Zu meiner Frage. Ist es empfehlenswert, den pH-Wert über die Belüftung zu steuern? Ich habe eine 4 Kubikmeter Innenhälterung mit Bürstenfilter. Normalerweise füttere ich 500 bis 600 Gramm. Momentan habe ich einen geringeren Besatz und füttere nur 240 Gramm Nummer 1. Ich belüfte normal mit einer Hyblo 40 und einer Oase Aqua Oxy 5000. Mein pH-Wert war bei 8,1, CO2 2 Milligramm pro Liter, Sauerstoff 7,85 Milligramm pro Liter bei 23 Grad. KH ist konstant bei 7 Grad deutsche Härte. Ich habe die Aqua Oxy ausgeschalten, weil ich weniger CO2 ausgasen will. Nun habe ich einen pH-Wert von 7,5, CO2 7 Milligramm pro Liter. Sauerstoff 7 Milligramm pro Liter bei 23 Grad. Werte sind immer morgens zur gleichen Zeit mit WTW gemessen. Ich habe das Gefühl, dass sich die Fische wohler fühlen und auch schneller fressen. Sollte ich die Belüftung wieder einschalten und den Sauerstoffwert wieder erhöhen? Viele Grüße, Mike. Ich freue mich schon wieder, wenn ich meine Koi bei dir abholen kann und du mal zu mir zum Bloggen kommen kannst. Das habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir das dieses Jahr machen. Also, Mike, du bewegst dich gerade auf sehr dünnem Eis oder auf sehr schwierigem Terrain. Und du hast auf der einen Seite natürlich recht, indem du sagst, okay, ich belüfte weniger, treibe weniger CO2 aus, hole damit meinen pH-Wert runter, weil weniger CO2, mehr CO2 im Wasser heißt mehr Kohlensäure. Mehr Kohlensäure, wie es der Name schon sagt, heißt der pH-Wert wird niedriger. Ja, also das ist insofern mal richtig, dass das funktioniert. Ja. Wenn du sagst steuerst, würde das für mich immer bedeuten ein- und ausschalten. Wenn du ein- und ausschalten in Abhängigkeit vom pH-Wert, dass du jetzt zum Beispiel sagst, du lässt die Belüftung aus, bis der pH-Wert auf 6,8 runtergefallen ist und dann schaltest du wieder ein, wieder bis 7. Das ist für mich eine Steuerung, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil das würde sehr schwankende Sauerstoffwerte, CO2-Werte, aber auch andere Gase, die im Wasser sind und alle Werte, Wasserwerte, die wieder durch diese Gase beeinflusst werden, würde die ständig zum Schwanken bringen. Das mögen Koi nicht. Koi mögen stabile Verhältnisse oder diese über den Tagesverlauf schwankende Geschichten. Aber wenn man da jetzt quasi wie so ein, wie sagt man da, so eine Flatline, ne Flatline ist, wenn es vorbei ist, aber so eine Herzlinie da in Teich zeichnet über den Tag, das ist für Koi nicht gut. Gehst du soweit d'accord mit mir? Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, auf was gucken wir ja, in deiner Innenhälterung? Schauen wir uns den pH-Wert von 8,1 an oder schauen wir uns das CO2 an? Ja? Eine Sekunde. Schauen wir uns den pH-Wert an, schauen wir uns das CO2 an, schauen wir den Sauerstoff an. Und wenn ich sage, morgens um 7 Uhr 7 Milligramm Sauerstoff, das wäre mir für eine Innenhälterung zu wenig. Weil, so wie die Anlage aussieht, du hast es zwar in einem Wintergarten drin, ich weiß jetzt nicht, wie viel Photosynthese-Sauerstoff du tagsüber bekommst, aber eigentlich ist es so, dass Innenhälterung häufig, wenn nicht sogar in der Regel, morgens, und du hast ja dann auch nochmal eine Steg-Doppelplatte, Doppelstegplatte drüber. Guten Morgen, Kai. Kai hat mich letztens angemacht, als er abends ein Bier getrunken hat. Sagte, du bist zu blöd als Schwabe. Das sind keine Steg-Doppelplatten, das sind Doppelstegplatten. Und es das heißt auch nicht Schalbetonsteiner, sondern Betonschalsteiner. Ja? So ein Klugscheiß aus Münster. Ja? So, hinter der Kamera steht gerade auch einer aus der Ecke Münster und der lacht. Ja, wo war ich stehen geblieben?
Morgens Sauerstoff. Genau. Das ist eigentlich in solchen Anlagen, ist morgens der Sauerstoff am höchsten und verbraucht sich dann über den Tag auf, fällt also. Und erst nachts, nach der letzten Fütterung, so ein paar Stunden über die normale Belüftung, baut es sich wieder auf. Also du müsstest als erstes mal abends messen, um zu schauen, wie viel Sauerstoff hast du dann noch drin. So, jetzt kannst du, ich weiß jetzt, wie ist die Carbonathärte von der Anlage? 7. 7. Mhm. Also die Carbonathärte ist relativ hoch. Du hast relativ wenig Fische drin, 2, 4, 6, 8, 9, wie groß ist die? 4.000. 4.000, okay, das sind ein bisschen kleiner als unsere. Und wie viel Wasserwechsel macht er? Ich denke, da ist, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, permanent Wasserwechsel. Also da läuft Wasser zu. Genau, dann würde ich wahrscheinlich im ersten Zug mal hergehen und das Wasser sieht auch perfekt aus, also da gibt es überhaupt gar nichts. Aber perfekt heißt, es ist eigentlich fast schon zu sauber. Ich an deiner Stelle würde nicht mit Luftpumpen rumspielen, sondern würde ordentlich belüften und würde lieber die Carbonathärte etwas zum Fallen bringen. Also wenn du jetzt mal, ich kenne dein Ausgangswasser nicht, steht da drin die pH, der Carbonatwert? Nein, aber dass die KH konstant 7 ist. Konstant 7, gut, wenn du mit einem Dauerpermanentzulauf hast. Eben. So, ich gehe davon aus, dass du auch um die 7 wahrscheinlich im Ausgangswasser hast und dann lass lieber deine Carbonathärte etwas runterfallen, indem du weniger Frischwasser zuführst und dann geht dein pH-Wert auch nach unten. Das ist auch eine Form der Steuerung, aber ich würde sogar lieber einen pH-Wert von 8 in Kauf nehmen und die Fische einfach ein bisschen langsamer großziehen. Du fütterst Number One, da haben wir eh nicht ganz so viel Protein drin. Also bei 8 auf gar keinen Fall Seitenraupen füttern oder die 40% Eiweißfutter. Das kann da alles blöd werden. Was denkst du? Das macht das sicher nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Genau. Aber mit der Belüftung würde ich da wirklich nicht rumspielen. Ich habe mir überlegt, ob man vielleicht mit dem Futter ein bisschen rumspielen kann. Denn für die paar Fische sind 240 Gramm auch nicht so arg viel bei 23 Grad. Das kann natürlich auch sein, dass der pH-Wert dann ein bisschen runtergehen würde, wenn sie vielleicht 300 bekämen oder 350. Also ich sage mal, das sind gefühlt, wenn ich es jetzt richtig einschätzen kann, 2 Kilo Koi bei pro Stück, ja, also so roundabout 2 Kilo. Ich denke, dass die vielleicht sogar schon über 2 Kilo haben. Ich habe genau, die im Herbst das letzte Mal gesehen. 20 bis 30 Kilogramm bei 20, ja, da kannst du locker auf 300, 400 Gramm. Am Tag werden sie sicher fressen. Was hat er für eine Wassertemperatur? 23. 23. Ja, das muss funktionieren. Würdest du mit der Belüftung rumspielen? Ich würde entweder an- oder auslassen. Also, wenn man jetzt sieht, pH 7,5, Sauerstoff 7 Milligramm. Aber morgens in der Innenhalterung morgens 7 in der Innenhalterung, Milligramm, genau. Das wäre mir zu wenig. Kommt halt darauf an, wenn sie viel zu fressen kriegen, ist es zu wenig. Das meine ich. Genau. Wenn sie wenig zu fressen kriegen, ist es tolerabel. Und an einem Tag, wo du nicht fütterst, ist es überhaupt gar kein Problem. Aber auch bei 300 Gramm weiß ich nicht, wie sich das über den Tagesverlauf entwickelt. Aber er kann es messen und insofern ist es zum Beispiel ganz interessant, tatsächlich, wie du gesagt hast, am Abend mal zu ermitteln, wie ist da das Sauerstoffgehalt, einfach um da mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Der Dreh- und Angelpunkt hier ist, denke ich, tatsächlich das Sauerstoffgehalt. So, man muss immer die Wasserwerte am schwächsten Punkt des Tages messen, egal welcher Wert. Ja, ein pH-Wert messe ich in aller Regel morgens kurz vor Sonnenaufgang, da weiß ich, wie maximal nieder er ist. In Innenhälterung messe ich ihn aber abends, auch so ein bisschen ein, zwei Stunden nach der letzten Fütterung ist er da am niedrigsten. Mein Ammonium und Nitrit kann ich sowohl abends, ein paar Stunden, so eine Stunde, zwei Stunden nach der letzten Fütterung, um zu gucken, wie stark steigt es im Tageshoch maximal an, aber dann auch früh morgens vor der ersten Fütterung, um zu sehen, wird es komplett über Nacht abgebaut. Auch das ist wichtig, das sagt mir was, oder gibt mir eine Aussage, wie gut arbeitet mein Filter. Und so hat man, jeder pH-Wert hat so seine Eigenheiten. Und es bringt nichts, wenn man einfach unterm Tag mal irgendwie was rausschnappt. Da kann man relativ wenig drüber sagen. So, in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.